Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Hey, herzlich willkommen. Zurück oder wieder oder hinzu einer neuen Folge in meinem Podcast. Das Jahr endet, meine Liebe, mein Lieber. Und ich beginne die letzten Folgen dieses Jahr in diesem Podcast, genauso wie ich irgendwie die ersten Folgen begonnen habe, aus einem unglaublich tiefen Frieden raus, was mir als Manifestor natürlich sehr beiträgt. Mein Leben richtet sich immer am Frieden aus. Und du hörst es vielleicht an meiner Stimme, die so tief ist, wenn es mir so gut geht, wie es mir jetzt gerade geht. Ich habe, und das finde ich ganz, ganz witzig, ich habe das Jahr begonnen in Schweden, diese zweite Staffel. Da war ich in einer wunderschönen Villa am Meer und habe das Leben gefeiert und seine Schönheit und konnte nicht fassen, wie gut es sich anfühlt, frei zu sein. Und ich ende das Jahr, zumindest mein Jahr, also mein Jahr geht gefühlt eigentlich gar nicht bis zum 1.1., sondern bis zum 21.12., weil da das Licht wiederkehrt. Und dass das Licht wiederkehrt, bedeutet für mich, dass der Zyklus, der Dunkelheit, der Zyklus des Nach-Innen-Gehens abgeschlossen ist und langsam, ganz langsam, die Welt wieder erwacht, das Leben wieder erwacht. Und es ist tatsächlich auch in der Flora so, dass ab dem 21.12., ab dem Tag der Wintersonnenwende, die Säfte ganz langsam wieder erwachen, ganz langsam wieder anfangen zu fließen. Und ich liebe es, meinen Lebensrhythmus an die Natur auszurichten. Und deswegen wusste ich auch ganz früh, dass ich den November und den Dezember im Norden verbringen möchte. Dass ich Ruhe brauche, Frieden, um mein Nervensystem zu beruhigen nach diesem so ereignisreichen Jahr. Und ich habe mir, so wie immer, über Airbnb ein paar Ziele ausgesucht, wunderschöne Häuser. Einfach nach Gefühl. Und habe mich dann Mitte November auf den Weg gemacht. Hierhin. Mitte November, warum? Weil ich das Gefühl habe, ab Mitte November ist der Herbst vorbei, der Winter beginnt für mich. Und die Blätter werden in Deutschland zumindest, dort wo noch mein Hauptwohnsitz ist. Die Blätter werden braun, die Farben sind vorbei. Der Abschied ist vorbei und jetzt ist es das Ausharren und das sich nach innen ziehen. Und das wollte ich in einer Umgebung machen, die nicht meinen alten Energien entspricht. Und vielleicht kennst du das, dass du zu Hause so viel von deinem alten Ich hast, dass es schwer ist, dein neues Ich zu fühlen und zu leben und zu lieben. Das Leben zu genießen, weil da so viele Programme und Nichterlaubnisse sind. So viel Altes, so viel Beschränkendes, Blockierendes. Ja. Und so bin ich losgefahren. Eine Woche, die erste Woche nach Dänemark, ganz im Norden, dass ich quasi schon nach Schweden, nach Göteborg rüber gucken konnte. Ging natürlich nicht, viel zu weit. Aber auf der Karte ist es direkt gegenüberliegend. Ich bin 7 oder 8 Stunden gefahren und bin angekommen. In einem wunderschönen kleinen Häuschen mitten in einem Wald. Es war eine Ferien, es sind Ferienhäuser dort, aber es war niemand außer mir da. Niemand stimmt nicht. Also von, keine Ahnung, insgesamt in diesem riesigen Bereich, vielleicht 30 Häuser, in 3, 4 war jemand da, weil diese Ferienhäuser oder die in Norwegen und Schweden heißen sie Hütten, werden einfach von den Einheimischen tatsächlich nur als Wochenendhäuser benutzt. Ja, und so hatte ich auf diesem ganzen Trip ganz viel Zeit, nur für mich und ganz alleine. Mhm. Ja.
Und in Dänemark selbst hatten wir tatsächlich den ersten tollen Schnee schon im November. Und oh mein Gott, mittlerweile kann ich mich mit Schnee wirklich zuschippen. Ich hab so viel Schnee gesehen jetzt, die letzten 4 Wochen, die ich jetzt schon unterwegs bin. Ja. Meine Hunde dabei natürlich, mein Pickup, der uns überall hoch und runter bringt. Gott sei Dank, in eins der Airbnbs wäre ich gar nicht hochgekommen, ohne Allrad mit so tiefem Profil. Es war echt ganz oben auf dem Berg, völlig verrückt. Ich liebe Airbnb dafür, welche Freiheiten es einem gibt, einfach in super schönen Umgebungen leben zu können. Mit meinen 3 Hunden, das war nie ein Problem, dass ich 3 Hunde hatte oder habe. Genau, und wir sind dann nach einer Woche in Dänemark mit ganz großen Themen irgendwie von Wärme. Also die skandinavischen Häuser haben diese Klimaanlagen als Heizungen und benutzen diese Flüssigkeit, die macht mich super krank. Also ich habe echt nach 5 Minuten habe ich einen dicken Hals. So, das ist, ich habe das im März in Schweden schon im ersten Cottage gehabt. Das macht mich einfach super krank. Und ja. Was wollte ich erzählen? Genau, und konnte das einfach dann nicht benutzen und musste dann da wirklich einen Heizlüfter kaufen, also das war die beste Entscheidung ever, den zu kaufen. Den habe ich tatsächlich in 2 weiteren Airbnbs auch nochmal gebraucht und benutzt. Nur in einem nicht, weil das ein Passivhaus war, also ein Smart Home und Passivhaus. Ja, und hab da immer versucht, irgendwie mich warm zu halten, es ging nicht. Und diese Kälte, diese innere und äußere Kälte, hat mir tatsächlich wirklich zu schaffen gemacht. Und das war ein unglaubliches Winter-Wonderland dort schon an 2 Tagen. Das ist ganz schnell wieder geschmolzen, aber es war schon Vorgeschmack auf später. Und dann bin ich mit der Fähre rüber von Frederikshafen nach Göteborg, wo ich nächste Woche auch wieder zurückfahren werde. Den Weg. bin ich mit der Fähre 3,5 Stunden. Die Mäuse sind im Auto geblieben. Ich habe gelesen, diese Überfahrt gemacht und dann durch Göteborg durch und nach Tjörn. Das ist eine Halbinsel in Schweden. Und für mich die Felseninsel gewesen. Also wenn du meine Fotos verfolgt hast, dann hast du gesehen, dass da ganz viele wunderschöne runde Felsen sind, also ganz viel Felslandschaft. Da hatte ich gar keinen Schnee in Schweden tatsächlich. Das war die zweite Novemberwoche. Also ist auch südlichstes Schweden, ne? Im Norden lag mit Sicherheit schon Schnee. Ja, und bin dort viel viel gegangen und gewandert auch und habe dieses Haus vor allem einfach genossen mit der Sauna außen dran und dieser unglaublichen Aussicht über die Wälder in die Ferne. Ja, und ich liebe es einfach, weite Open Living zu haben in den Häusern, in denen ich drin bin. Also, dass da wirklich viel Raum ist, eine Galerie ist, große Fenster. Ich liebe große Fenster. Ja. Ja, und dann ist mir, nachdem ich dann nach Norwegen rübergefahren bin, ins erste Airbnb, nämlich da oben auf dem Berg, habe ich so realisiert, ich bin über die Grenze gefahren nach Norwegen und ich habe so eine sofortige Aktivierung gehabt. Also mein ganzer Körper hat vibriert über Stunden, über Stunden floss die Energie durch meinen Schoß durch und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin zu Hause. Hier passiert Heilung in diesem Land für mich. Und während Schweden mit seinen runden Felsen so feminin war und so leicht und so nährend, ist Norwegen so maskulin für mich. Also diese Fjorde, diese riesigen, kantigen Berge, diese Wucht, die mich umrandet, egal wo ich bin, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ein unglaubliches Gefühl. Das trägt mir so unglaublich bei. Das hält mich so stabil im Außen. Und immer wieder dann dieses Wasser zu sehen. Also jetzt gerade bin ich im dritten Airbnb, genau. In einem super süß eingerichteten, ganz traditionellen norwegischen Haus. Das macht von außen nicht viel her. Und von innen ist es so liebevoll eingerichtet und das hat einen Blick direkt auf den Fjord, der Morgennebel
steigt auf, die Wellen gehen ganz sanft und die Felsen, die das halten. Und dieser Rhythmus einfach, also während ich das Gefühl habe, dass in Deutschland sich so viele Menschen so stressen, ich habe das Gefühl, dass so viel kollektiver Stress und To-Dos im Feld gerade, die ich überhaupt nicht fühle. Also ich verstehe das nicht, denn in mir ist es so ruhig und auch in meinem Außen ist es so ruhig. Und der Tagesablauf hier ist wirklich, also du hast am Tag 2 Stunden richtiges Tageslicht, wo die Sonne wirklich aufgegangen ist. Du bekommst die Sonne nicht ab zwischen den ganzen Bergen, aber sie ist da und die Sonne geht auf von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, dann hast du von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr normales Tageslicht und dann geht die Sonne wieder unter. Bis um 15.30 Uhr. Mhm. Und das ist unglaublich für mich, wie mich das runterholt, wie diese Dunkelheit einfach, ja, mich zu mir zurückbringt und alles so unwichtig werden lässt, so weit entfernt und einfach dieses Gefühl zu haben, dieses Ja schließt sich gerade ab. So, es wird energetisch rund auf allen Ebenen. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Es ist noch hier mal was, da mal was. Die Rauhnachtsmagie geht bald los. Ab dem 21. mein Neujahr dann. Mit den 12 Archetypinnen, die wir feiern. Wenn dich das interessiert, schau doch einfach mal kurz auf die Website svenjastrohmeier.com. Ja, also das bereite ich vor. Da fließen jeden Tag Texte aus mir raus. Und ansonsten heilt mein Körper und meine Seele, heilen von diesem Jahr, das so unglaublich dicht war und so reich und so herausfordernd. Ich hatte einige Momente, die unglaublich herausfordernd waren für mich und so große Geschenke, wie ich sie die letzten Jahre nicht bekommen habe. Ich glaube, ich habe dieses Jahr herausgefunden, worum es wirklich geht. Also ich habe die Liebe in allen Facetten wieder neu gefunden. Eine neue Ära, so fühlt es sich fast an. Von es ist selbstverständlich, dass ich in liebevoller, unterstützender Partnerschaft bin. Als ich schon nicht mehr damit gerechnet hatte, dass es irgendwann nochmal so passieren könnte, habe ich einfach nicht nur 100%, sondern 200-300% auf einmal präsentiert bekommen. Auf dem Silbertablett. Völlig verrückt. Kann ich nicht fassen. Bis heute kann ich es nicht fassen. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch eine Jahresabschlussfolge machen, wo ich mit dir ein bisschen Revue passieren lasse, was dieses Jahr alles los war. Was hier den Norden angeht und diesen Seelenfrieden, ist einfach das, also was ich glaube ich mit dir teilen möchte, ist, dass dieser Impuls, dass ich in der Zeit, wo es nach innen geht, nach Norden fahre und im Norden bin und mich dort runterholen lasse, ist einfach, dass ich mir die Unterstützung, die ich brauche, um in Leichtigkeit loszulassen und in Leichtigkeit zu entspannen und in Leichtigkeit einfach nur zu sitzen und zu sein, vielleicht ein bisschen zu lesen, zu beobachten, einen großen Spaziergang am Tag zu machen und 2 kleinere Runden, weil mir einfach gar nicht nötig sind. Die Mäuse auch einfach so glücklich sind hier, meine 3 Hunde. Es ist ein völlig neues, ein völlig anderes Leben. Viel entspannter, viel gesetzter, viel selbstverständlicher, viel ruhiger. Viel kleinere Sprünge. Es muss nicht immer die Junior Suite sein für 1600 die Nacht. Ja, das Leben pendelt sich einfach ein, weil ich die Freiheit gefunden habe, die ich immer gesucht habe. Freiheit bedeutet für mich, und ich weiß nicht, was ist, vielleicht magst du mal in dich gehen, überlegen, was Freiheit für dich bedeutet. Freiheit bedeutet für mich, alles tun zu können, was mir gut tut, ohne dass jemand Mitspracherecht hat. Ohne dass es mir jemand verbieten könnte. Mir wird einfach so bewusst, ja, wie absurd es ist, dass man für einen Arbeitgeber arbeitet, der entscheidet, wann man wo sein darf, ja, wo man hinfahren darf, wo man nicht hinfahren darf, wo man sein muss, wo man sein Leben verbringt, in welchem Rhythmus man das tut. Das ist so absurd mittlerweile für mich. Und es war so lange völlige Normalität. Völlige Normalität. Und jetzt ist es so absurd.
Das ist Freiheit für mich. Und auch, dass ich mich nicht beschränken muss für jemanden. Aus Loyalität, der Kleinheit gegenüber, die meisten Menschen leben. Aus Angst, dass mein Strahlen größer ist und ich dafür abgelehnt werde. All diese Dinge, die wir tun und nicht unsere Größe leben. Aus Angst. Ja, abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu werden. Wir wählen lieber das Unglück. Ja, immer. Ja, und da habe ich auch dieses Jahr so viele Momente gehabt, wo ich gesehen habe, wie Menschen über sich hinauswachsen. Ich habe in meiner Mastermind dieses Jahr, die das ganze Jahr ging, so viele Momente von unglaublich erfülltem Stolz gehabt. Von Frauen, die in der Gemeinschaft Außergewöhnliches schaffen, außergewöhnliches Leben, ihre Wohnsitze aufgeben, allein drei davon haben ihren permanenten Wohnsitz aufgegeben und reisen jetzt und erleben das Leben und stellen sich ihren Ängsten und wachsen über sich hinaus täglich. Das ist so beeindruckend für mich. Und ich liebe es, Frauen so zu sehen. Das ist einer meiner Daseinszwecke. Dich zu bekräftigen, dich zu empowern, dich an die Hand zu nehmen, dir den Rahmen zu geben, in einer Runde von Menschen zu sein, die dich in deiner größten Version sehen will, die dich strahlen sehen will, die deine Cheerleader sind, die dich anfeuern, die dich auffangen, wenn du fällst. Das sind meine Jahresprogramme. Und es gibt viele, die das nicht können oder nicht wollen oder nur bis zu einem begrenzten Grad annehmen können, und das ist in Ordnung. Und wenn wir nächstes Jahr wieder starten in die Endless Miracles Mastermind, dann weiß ich, dass es eine Gruppe von unglaublichen Frauen ist. Das sind jetzt schon, ich glaube, 7 oder 8 haben sich schon zusammengefunden. 3 stehen in der Pipeline. Aber die 10 VIP-Plätze, die sind fast vergeben. Das heißt, wenn du noch einen davon haben möchtest, dann melde dich schnell. Wir werden nächstes Jahr, und ich habe die Endless Miracles die Love Academy genannt, wir werden nächstes Jahr gemeinsam Liebe in jeglicher Art und jeglicher Form erforschen. Egal, ob es um partnerschaftliche Liebe geht, um freundschaftliche Liebe, um Mutterliebe, um die Liebe zum Leben, sich vom Leben geliebt zu wissen, sich lieben zu lassen, das sind große Themen für uns, die wir alle Verletzungen erfahren haben und Verletzung versuchen zu vermeiden und Konsequenzen aufgestellt haben und kleiner werden und enger werden, kontrollierter werden. Na, da schnürt es mir die Kehle zu bei dem Gefühl daran, ja. Es war für mich ein langer Weg, wieder aufzumachen, mich völlig zu öffnen, mich sicher zu wissen, sicher in der Liebe zu fühlen. Das ist die Voraussetzung für ein Leben, wie ich es lebe. Das ist die Voraussetzung für so viel Gutes als Normalität in deinem Alltag. Und deswegen heißt die Mastermind auch Endless Miracles, ein endliche Wunder. Weil diese Wunder sind überall um dich herum und du weigerst dich einfach, sie zu empfangen. Du schließt die Arme, du willst sie kontrollieren. Du denkst, du musst wissen, was du willst. Du denkst, du musst etwas dafür tun. Nein, du musst als feminines Wesen nur sanft werden, die Arme öffnen und deinen Herzenswünschen folgen. Ja, und den Rahmen gebe ich dir voll gerne nächstes Jahr, wenn du möchtest, wenn du es willst. Ja. Ja, ich muss mal gerade fühlen, ob es noch was gibt, was ich mit dir teilen möchte. Ja, mir kommt noch das Staunen als Impuls. Ich möchte, dass du lernst, wieder zu staunen über das Leben, über alle Facetten und über die Varietäten und die Tiefe und wie breit das Leben sein kann. Und wie sehr das Einzige, was deine Kinder, das Einzige, was dein Herz, das Einzige, was dein Partner von dir braucht, ist, dass du ein glücklicher Mensch bist.
Und kannst du das wählen? Kompromisslos. Das steht jetzt nicht mehr außer Frage, dass du das Glück wählst. Und wie würde dein Leben aussehen, wenn du die Liebe wählen würdest, wenn du das Glück wählen würdest? Ja. Ja. Meine Liebe, mein Lieber, ich melde mich bestimmt nochmal in den nächsten Tagen bei dir. Ich hoffe und wünsche dir, dass du ganz viel Ruhe findest für deine Seele. Dir in dieser Zeit, in der es eigentlich wirklich um Rückzug geht, um Kräfte sammeln, um bei dir ankommen, nirgendwo anders, sondern in dir Reflexion, Leere und Stille erschaffen. Ich wünsche dir sehr, dass du diese Tage für dich nutzen kannst und dir erlauben kannst, dich einfach mal zurückzulehnen und den Vögeln zuzuschauen oder den Bäumen oder den Dingen um dich herum und einfach mal nur zu sein. Ja, dazu schicke ich dir richtig viel Energie rüber. Weil das ist es, was uns zutiefst heilt. Ja, zumindest in diesen Zeiten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Den besten, schönsten, herrlichsten aller Zeiten. Oder so viel Prozent davon, wie du dir erlaubst. Ja. Hab's ganz gut und bis bald. Deine Svenja. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört, vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenjastrohmeier.com findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin, eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwärts- und Heilwärts-Coaching-Akademie und auch das Herzwärts- und Heilwärts-Wirken-Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwärts und Heilwärts auf Facebook oder folge mir auf Instagram herzwärts_und_heilwärts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.